Hello. I'm the doctor. Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und herzlich willkommen zu 012. Ja, wer im Stream bei mir mit dabei war, der weiß, wie kacke das bei mir gelaufen ist. Wir haben heute den 27.10. und es ist 23.15 Uhr. Ich wollte jetzt keinen Stream mehr starten, weil auch ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht mehr lange spielen. Muss morgen wieder arbeiten. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel, wähle hier meinen Bier aus und werde versuchen, morgen früh, ja, noch ein bisschen früh aufzustehen. Schlimm ist es immer, ich habe morgen früh auch noch so einige Termine, sogar noch vor der Arbeit. Aber vielleicht schaffe ich es ja, dass ich um 5 Uhr aufstehe oder so und vielleicht noch ein Video zusammenbekomme für euch. Ich kann euch nur so viel sagen, ich habe mir jetzt, nachdem, dass ich ein bisschen gefrustet war, 2 Cuba Libre eingeschenkt und habe Call of Duty gespielt. Ich habe das Spiel gerockt, solange der Cuba Libre angehalten hat. Danach lief es nicht mehr so gut. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe dann nebenbei auch immer die Streams unterschiedliche Streamer laufen gehabt. Also von Moondai, Deadly Slope, Clean, Salty, Totally Akko und überall gab es Probleme. Sideout funktioniert eh noch nicht. Ich habe mal kurz gesehen, wie Deadly Slope drin war. Da muss schon wieder ein kleiner Fix da gewesen sein. Da habe ich gleich mal einen Tipp für euch. Wenn ihr die Sachen zu schnell upgradet, also im Hideout, dann soll es abbrechen. Ich konnte es noch nicht testen, ihr seht, wie weit das ich bin, aber das habe ich schon mal gehört. Ja, ansonsten hatte ich die Möglichkeit, schon ein bisschen die neue Map anzuschauen und es sieht gigantisch aus. Also diese Map, oh, also ich habe mich gleich verliebt, also vom Kartendesign her. Ja, es schaut richtig, richtig schön aus. Also eine richtig toll gestaltete Map. Wir haben sehr viel, ja, neue Gegenstände, die auf der Map sind. Wir haben ja eine Map, die sich auf jeden Fall von allen anderen sehr unterscheidet. Und wir haben eine sehr gefährliche Map, weil es fast keine Exits gibt. Die man, sage ich jetzt mal, leicht erreichen kann. Der Zug ist einer, dann gibt es noch einen Gully, das ist der andere. Ein Gully kommt aber nur raus ohne Rucksack, toll. Dann gibt es noch einen, da braucht man so einen Eispickel und ich glaube einen Paracord, um sich abseilen zu können. Also so viel habe ich auch schon gesehen. Ja, den Lecky Scaff Exit habe ich ja eh schon mal angesprochen. Könnte am Anfang schwierig werden. Als Scaff ist ein bisschen leichter rauszukommen. Also Scaff-Runden lohnen sich definitiv auf der Map. Und ihr seht schon, ich komme nicht mal jetzt weiter. Ich schaue, wie gesagt, ob ich noch irgendwie ein Raid oder irgendwas für euch aufnehmen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich heute nicht mehr live gegangen bin. Nein. Ich konnte euch wirklich nichts zeigen, außer mein enttäuschtes Gesicht. Nee, so enttäuscht bin ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ja damit gerechnet, ich habe es angekündigt und ja, klar bin ich enttäuscht, aber nicht so schlimm, wie einige schon wieder in den sozialen Medien oder im Forum sich auskotzen, ausheulen etc. Ja, mehr will ich jetzt mir gar nicht sagen. Ich schaue, ob ich noch irgendwie einen Raid in den Kasten bekomme. Und den hänge ich dann hier hinten dran. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich wünsche euch viel Spaß in EFT. Ich hoffe, Nikita und die BSG Crew bekommt es die nächsten Tage in den Griff. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, die machen gute Arbeit. Also, pfiat euch. Euer Dr.
Guten Morgen, Leute. Servus, grüß euch und hallo. Ja, ich bin da. Und fragt mich jetzt bitte nicht nach der Uhrzeit. Okay, es ist 16:45. Ja, ich muss mal wieder ein großes Lob an BSG aussprechen. Es kam schon wieder ein 10-Megabyte-Patch. Ich kann nur sagen, ich bin jetzt einmal ganz sofort ins Spiel reingekommen. Und jetzt testen wir mal gleich das, ob sie es hinbekommen haben, dass der Hideout verfügbar ist. Oh ja, es schaut gut aus. Ich habe ja, wie auch schon erwähnt, in Deutsch umgestellt. So, herzlich willkommen. Willkommen in deinem persönlichen Unterschlupf. Noch ist es ein alter, zugemüllter Luftschutzbunker. Jedoch kannst du daraus mit ein wenig Aufwand eine vollwertige unterirdische Basis mit allem, was du für ein komfortables Leben brauchst, errichten. Du kannst Gegenstände und Ressourcen, welche im Raid gefunden oder gekauft wurden, dazu nutzen, verschiedene Bereiche zu bauen und zu verbessern. Viele davon werden dir spezielle Boni und Fähigkeiten bieten. Erhöhte Regenerationsraten der Lebensenergie, der Ausdauer und der Hydration. Außerhalb von Raids beschleunigte Lernrate von Fähigkeiten, die Möglichkeiten, Gegenstände zu bauen und so weiter. Die Flucht aus Tarkov kann durchaus eine Weile dauern und du benötigst einen Ort, wo man sich neu sammeln und Kraft tanken kannst. Dies ist dieser Ort, dein Unterschlupf. Viel Glück! Wow, okay. Okay, hier kann man jetzt diesen Drüberflug starten. Einmal nach rechts, einmal nach links, okay. Was haben wir hier? Nachtsicht aktivieren. Aha, geil. Die Beleuchtungsstufe wurde noch nicht freigeschalten. Generator ausschalten. Haben wir auch noch nicht, oder? So, hier ist das Dash. Größe des Lagers ist 10x66. Der ist schon maximal ausgebaut bei mir wegen der Edge of Darkness Edition. Okay. Belüftung kostet mich 25.000 Rubel. Eine von der Decke hängende Lüftungskanal. Der Kanal ist so angebracht, dass er für eine natürliche Luftzirkulation sorgt. Der Lüftungskanal ist zudem für den Bereich notwendig, in denen Verbrennungsprojekte entstehen. Wird sofort gebaut, kostet 25.000. Steht jetzt aber nicht dafür, was das bringt. Beleuchtung kostet mich 10.000 Rubel. Mindestmaß an Beleuchtung mit Paraffinkerzen, welche ein schwaches und ungleichmäßiges Licht erzeugen. So, was haben wir hier? Erste Hilfestation, das ist doch mal was Wichtiges. Eine stetige Verfügbarkeit von Medikamenten erhöht die Überlebenschancen nach einem Raid. Verfügt über mehrere Behälter für eine einfache medizinische Versorgung. Sofort zukünftige Boni, Regenerationsrate der Gesundheit 27 Lebenspunkte pro Stunde. 457 Lebenspunkte pro Stunde total. Medikamente herstellen. Ja, das machen wir noch gleich mal. 20.000. Aha. Interessant, hier können wir jetzt zum Beispiel basteln, Schmerzmittel, Bandage, Splint, ein Verbandkasten. Haufen Medikamente können wir AI-Verbandskasten, also ein AI-Kit herstellen. Kleines Lob auch, die deutsche Übersetzung bis jetzt gut, muss ich echt sagen. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht mehr auf Deutsch gespielt. Ich war das Englische erstens mal gewohnt, aber auch die deutsche Übersetzung war jetzt nicht so der Hammer, aber jetzt, muss man schon sagen, ist schon mal sehr gut. Ist auch ja viel von der Community übersetzt, muss man dazu sagen. Klasse. Ja, Stufe 2, schauen wir mal, was da geht. Die erste Hilfestation besteht aus einem Tisch mit Medikamenten, einer Liege und einem Topf. Der Heilungsprozess außerhalb eines Raids wird beschleunigt. Wir brauchen erstmal einen Generator, ein Bloodset, 3 Kochsalzlösungen, Therapie Stufe 2
Und selber, ha, geil, man muss selber erstmal Gesundheit 2 haben, um das ausbauen zu können. Stark. Stark, 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 stark. Und ihr seht jetzt hier unsere erste Hilfestation. Was haben wir hier? Heizung. Also die ersten kann man scheinbar alles mit Geld kaufen. Hier wird die Energie dadurch schneller regeneriert. Jo, warum komme ich jetzt nicht mehr rüber? Ah, okay, jetzt. Toiletten. Primitive Toiletten, keine Annehmlichkeiten, nur ein Eimer und ein Katz und ein Katzenklo, um einfachste Hygiene im Unterschlupf zu ermöglichen. Bauen wir jetzt auch mal. Gut, hier brauchen wir. Ah, hier können wir Toilettenpapier basteln. Okay. Aha. Geiler Scheiß. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, können wir jetzt den Hideout auch betreten. Sicherheit, was haben wir hier? Einfach die Vordertür, nicht jeder Idiot da reinkommt. Hm. Baut halt sofort. Machen wir auch mal. Gut. Stufe 2. Brauchen wir schon Beleuchtung und Ausdauer. Bauzeit 3 Stunden. Aber irgendwie hatte ich doch da gerade gelesen, dass wir den Hideout betreten können. Wo war jetzt das? Ah, hier. Oh, wie schön. Guck da, ich mein. Eine erste Hilfestation an. Ach, schön. Wie lange, dass wir jetzt darauf gewartet haben. Ach, ihr glaubt es mir vielleicht gerade nicht. Versteck. Oh, man kommt hier direkt in den Stash. Ach, wie schön. Wie schön. Leute, ich bin so glücklich. Haha, was für eine geile Toilette. Ja. Oder vielleicht auch nicht. ja, und wir werden es schaffen, mit ganz viel Spucke und ganz viel Arbeit dieses Hideout wieder erstrahlen zu lassen. Und ich habe da meine Helfer dafür, die das machen. Echt toll. Die Bude ist ein Schweinestall. Schweinestall? Ach, das bisschen Schmutz. Etwas Spucke drauf und in Sekunden ist die Bude wieder 1A. Spucke! Spucke! So, hier muss ich euch noch was zeigen, was natürlich sehr wichtig ist. Leute, wir müssen erstmal die Werkbank entsperren. Und das geht mit zwei Schraubenmuttern, zwei Schrauben und einem Leatherman Multitool, um die Werkbank freizuschalten. Wir können keine Waffen aktuell basteln. Gut, ist in der jetzigen Phase eh noch total unwichtig. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Zwei Schrauben, zwei Muttern und ein Leatherman. Nur nochmal zur Info. Genau. So, hier sind wir schon wieder. Und zwar habe ich mir jetzt die Händler angeschaut und habe jetzt schon mal alles untersucht. Fast alles. Also, wir sehen hier einige interessante Sachen. Wie wir jetzt unsere ersten Raid starten können. Also bei Prepper hat sich jetzt nicht so viel geändert. Das Teil ist meines Erachtens neu, der AK-PVG. Hier haben wir unten schon eine Schiene, um einen Griff oder sowas dran zu machen. Aber wir sehen hier eine PP19,
17.000 Rubel. Wir sehen hier eine Mosin, wo wir spielen können, 33.000 Rubel, wo man sich jetzt erkaufen kann an Ausrüstung. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die SKS, auch die eine tolle Waffe für den Start. Hier auch gleich das PSO, gleich zum Anfang verfügbar, war glaube ich letztes Mal auch nicht so, bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher. Mal schauen, hier können wir aber auch wieder nur noch eins kaufen. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Und uns das mal ein bisschen auf Lager legen. So, Munition hat sich jetzt auch nicht viel getan. Das Reflexvisier. Aber wir können aktuell noch nicht viel anfangen damit, weil wir im Off-Raid unsere Waffen nicht zusammenbasteln können. Wir brauchen erst Schrauben und Muttern. Ja, Therapist, Scar-Kit, wisst ihr selber, sehr wichtig. maximal 5 können wir hier tauschen gegen die Klebebänder. Wir kaufen uns jetzt hier gleich mal ein paar Schmerzmittel. Die brauchen wir sowieso. Ja, das Gear ist jetzt, ich finde, relativ uninteressant. Wir haben hier einmal den Gas-Tube für die AK, das ist vielleicht noch das Interessanteste. Und hier dieses Laser-Size-Modul. Ja, aber ansonsten ist jetzt hier nicht wirklich 10 Schuss für die Saiga. Gut, die ADAR für 2 Rackbats. Ja, das ist noch okay. Peacekeeper hat die neue kleine MP5. Wie üblich hier den MBSS für eine Festplatte. Die Granate gibt es für 2 Zippos. Am Anfang ist Tauschen ja doch ein bisschen wichtig. Mechanic hat sich, glaube ich, auch nicht viel geändert. Hier nicht vergessen, hier gibt es die gute PST-Munition, die wir jetzt die nächste Zeit ein bisschen spielen können. Und Rackman, wie üblich, sehr wichtig. Hier bekommen wir unser Headset. Und hier bekommen wir auch eine schöne kleine Weste für den Start. Man kann sich jetzt auch theoretisch noch den Helm kaufen. Aber ist jetzt nicht ganz so notwendig. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, so würde ich jetzt, sage ich jetzt mal, die ersten Raids ein bisschen bestreiten. Ihr seht schon, viel Metzeug ist hier unten im. Gut, wenn wir Saliva dabei haben, können wir eigentlich das auch unten lassen, aber die zweite Bandage möchte ich schon mitnehmen. Ja, Rucksack werden wir auf jeden Fall den MBSS mitnehmen. Ja, und hier brauchen wir auf jeden Fall jetzt noch ein kannst den Flohmarkt aktuell noch nicht nutzen. Ach, noch gesperrt. Ja, klar. Charakterstufe 5. Oh mein Gott. Okay. Dann kaufen wir uns hier noch ein zweites Mag. Und, naja, Kugeln habe ich ja noch bei den Pistolen unten. Genau. So, 20 Kugeln hier runter. Und 100 noch hier hin. Genau, so würde ich jetzt, sage ich jetzt mal, meinen ersten Raid dann letztendlich angehen. Aber wir starten jetzt natürlich in eine Scaffrunde. Unser erster Raid. 35 Minuten. Administrator Gate oder Kreuzung hinten können wir raus. Geiler Scheiß. Es fühlt sich immer so schön, in Tarkov neu zu beginnen. Okay, wir haben zumindest schon mal eine Bandage dabei, das ist sehr gut. Und hier finden wir gleich mal Gunpowder. Ich habe schon mitbekommen, das ist häufiger geworden. Also viele Streamer haben das gestern auch gefunden. PS nehmen wir uns natürlich mit.
Ich werde mal versuchen, über das Administrator Gate rauszukommen. Da oben war schon wieder jemand drin. Hat einen Schlüssel. Jetzt hier mal einen Skeff. Seht vielleicht die neuen Laufanimationen. Und bei der Tankstelle ist aber Bautz. Und ich glaube, da hat der ein oder andere das Gleiche sich gedacht. Und ist entweder früh aufgestanden oder gar nicht ins Bett gegangen. Oder er ist von der Schicht gekommen, je nachdem. Ich müsste eigentlich einen Schlüssel in den Dorms holen. Das werde ich jetzt auch versuchen. Also, rein grafiktechnisch ist es, ja, geil. Ich habe jetzt total vergessen, meine Grafikeinstellungen noch umzubasteln. Ich weiß nicht, ob er sich die letzten gespeichert hat. Auf jeden Fall sind meine Frames limitiert. Das ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob jetzt die Laufanimationen nicht vorher fast schöner waren. Okay, war schon mal KI-Skeff. Ja. Sind da mehr? Das ist wichtig, weil den würde ich mir gern holen, muss ich gestehen. Oh ja, das sind mehr. Hier haben wir eine Leiche. Oh shit, das sind gleich zwei. Fuck. Ja, aktuell ist man wieder ein bisschen vorsichtiger, hä? Ach nö, drei. Also ein, maximal zwei. Ach, der hat sogar eine gute Weste an. Hm. Ich hoffe, dass noch ein Schlüssel da ist. Ja, einen haben sie scheinbar drin gelassen. Sehr schön. Ich nehme jetzt vielleicht, wenn noch ein zweiter da ist. Nö. Aber viele Skeffs, die hier rumlaufen, war jetzt so den letzten Vibe definitiv mal nicht so. Nehmen wir mal mit. Okay. Schauen, ob sich irgendwas in den Räumen geändert hat. Geht es zwar mal nicht davon aus. Schrauben. Ich weiß nicht, soll ich die Batterie auch mitnehmen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich brauchen sie auch. Ach komm. Scheiße. Ich glaube, das erste Mal, dass ich so eine Batterie einpacke.
Ist die deutsche Schrift irritiert mich noch ein bisschen. Bestimmt schon gelootet. Ich mir dachte. Naja, alles gelootet. Frage ist Zweierdurms auch schon. Zwei Wachgranaten. Nehmen wir mal nur eine mit. Ja, zwei Doms ist auch schon offen, war klar. Es wird wieder alles gelootet. Kurz reinschauen möchte ich schon. Weißgemerk. Ist ein Schalli neuer. Dein geliebtes Duffelbag. Okay. Oh, Scheiße. Spritze. Case Moon kann ich kaufen. Keine Ahnung, für was das nur die brauchen. Gut. Jetzt werde ich nur noch kurz schauen, ob er den Schlüssel hat, aber da ist schon offen. Ich weiß, hier hat er nachgeschaut, hier dann. Jetzt ab ins Administrator Gate. Ja, Leute, was auch neu ist, das werde ich euch jetzt mal kurz vorführen. Okay. Ich versuche es euch später vorzuführen. Ich dachte, bei dichten Gebüschen kann man nicht mehr laufen. Zumindest habe ich das gestern bei Streamern gesehen, aber hier geht schon. Wir hätten jetzt hier noch einen Scaff, wir brauchen eigentlich noch einen Kill. Obwohl ich ja gehört habe,
Das ist ja bald ein... Oh, scheiße. Bald ein Kammersystem eingeführt wird. Für Skeffs tut's mir jetzt ja fast schon leid. Nein, eigentlich nicht, aber... Zumindest hat Nikita da gestern im Stream drüber gelabert. Dass daran aktuell auf jeden Fall gearbeitet wird, ein Kammersystem einzubauen. Auch für Skeffs, das wollten sie am Anfang eigentlich nicht machen. Okay, war hier der Boss da? Die BlackRock, geil. Die hat ja jetzt viel mehr Punkte. Das Schlimme ist, jetzt hören wir wieder viel weniger. Aber der Helm ist ja doch einiges wert. Skeff. Auch hier noch mal eine Leiche. Oh, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Schrauben oder Muttern übersehe. Du Schonka, nehme auch noch mit. Echt so eingeschränkt beim Hören. Oh, noch ganz kurz einen Risky-Blick für einen 114er Schlüsselwagen.
mal klar. So, ja, liebe Leute, ich würde mal sagen, wow, war schon mal ein erster richtig guter Raid. Wir haben den Schlüssel, was wir für Preppers Quest später brauchen. Wir haben eine leicht gemoddete AK. Wir haben eine Unterweste, wir haben den ZSH1 Helm, den wir am Anfang sicher nicht spielen werden. Genauso wenig wie den Kiffer. Zumindest nicht allein aus, ich bin mal in der Gruppe unterwegs. Und wir haben zwei AKMs, die sich definitiv spielen lassen. Und wir haben eine Autobatterie. Wir haben eine Autobatterie und Schießpulver. So. Ja, hier müssen wir gucken. Die nehmen wir jetzt einmal so. Die ersten Schrauben haben wir. Ja, liebe Leute, das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, bei euch läuft es jetzt dann heute auch so gut wie jetzt gerade bei mir. Und ich muss noch mal Lob aussprechen. Es haben wieder viele geschimpft. Ich will die Entwickler so auch nicht verteidigen, aber ich finde, dass sie echt gute Arbeit machen. Und hey, die haben... Wann bin ich ins Bett gegangen? Um 12. Die hatten echt einen langen Tag. Die waren seit in der Früh im Studio, haben heute den Patch vorbereitet und haben noch in der Nacht nochmal einen Patch rausgehauen, um das Ganze jetzt laufen zu machen. Ich kann nur sagen, Respekt. Ich hoffe, dass heute Abend natürlich, wenn mehr Leute online sind, das auch, sage ich jetzt mal, noch so gut läuft wie jetzt hier mitten in der Nacht. Aber gut, mittlerweile haben wir es auch schon wieder 6 Uhr. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wer weiterhin viel Tarkov-Content sehen möchte, kann doch bitte auch den Kanal abonnieren. Und wer auch noch eine Benachrichtigung möchte, wenn ein neues Video oder ich live gehe, der soll doch dann bitte auch die Glocke drücken. Diese tolle Glocke. Ja. Ich wünsche was. Euer Doc. Pfiat euch. Servus. Thank you.